Artikelnummer SCP-2662. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Die Verwahrung von SCP-2662 konzentriert sich in erster Linie darauf, den Zutritt Unbefugter zur Verwahreinheit zu verhindern. Das mobile Einsatzkommando Tau-9, kriegerische Leibwächter, wurde zu diesem Zweck ins Leben gerufen und um außerdem religiöse Kulte, welche hauptsächlich SCP-2662 anbeten, zu beobachten. Das mobile Einsatzkommando Tau-9 muss ist bevollmächtigt, tödliche Gewalt anzuwenden, sofern die Notwendigkeit besteht. Alle Mitglieder des Einsatzkommandos Tau-9 müssen halbjährlich auf mögliche kognitogefährliche Einflüsse untersucht werden. Da die Verwahrung von SCP-2662 auf freiwilliger Basis basiert, wird es derzeit in einer vergrößerten humanoiden Verwahreinheit mit dem, wie in Dokument 0998-KA spezifizierten, Standardsicherheitsvorkehrungen für geringgefährliche Humanoide gehalten. Zusätzlich ist SCP-2662 mit einer Tageszeitung seiner Wahl, einem Computer und angeforderten Computerspielen im Wert von nicht mehr als 50 US-Dollar pro Monat zu versorgen. Beschreibung: Bei SCP-2662 handelt es sich um eine kognitogefährliche Entität, die etwa 4 Meter groß und 200 Kilogramm schwer ist. SCP-2662 weist eine vage, humanoide Form auf und besitzt 20 hydrostatische Muskeln am Rücken, die den Gliedmaßen eines Cephalopoden ähneln. Diese Gliedmaßen sind voll funktionsfähig und ermöglichen es SCP-2662 bis zu 10 verschiedene Aufgaben gleichzeitig auszuführen. Der primäre, anormale Effekt von SCP-2662 tritt erst auf, wenn Menschen dem SCP wiederholt über längere Zeit ausgesetzt sind, in der Regel etwa durch den Aufenthalt im selben Raum oder durch tägliche Interaktion. Personen, die SCP-2662 für einen Zeitraum von 6 Monaten oder länger ausgesetzt sind, laufen Gefahr, sich der Wünsche oder Bedürfnisse von SCP-2662 akut bewusst zu werden und sind gezwungen, diese zu erfüllen. Es kann auch zu quasi psychotischen Episoden kommen, wenn Betroffene unter Stress gesetzt werden. SCP-2662 ist nicht in der Lage, Menschen mit einem Wert von 2 oder höher auf der Mind Affecting Resistance Scale bzw. MARS zu beeinflussen. Damit kann SCP-2662 nur etwa 5% der Weltbevölkerung und 2% des Foundation-Personals beeinflussen und stellt somit nur eine geringe kognitive Gefahr dar. Der sekundäre anormale Effekt von SCP-2662 besteht in der spontanen Erzeugung von religiösen Kulten mit einer geschätzten Rate von mindestens einem Kult pro Monat. Diese Erschaffung geschieht unfreiwillig und verursacht SCP-2662 nennenswertes Unwohlsein. Religiöse Gruppen, die von SCP-2662 generiert werden, konzentrieren sich in der Regel auf den Versuch, in die Verwahreinheit einzudringen, um verschiedene Rituale durchzuführen, die gewalttätiger und/oder sexueller Natur sind. Diese Gruppen sind in der Regel gut organisiert und scheinen sich nach jedem gescheiterten Versuch anzupassen, obwohl es im Allgemeinen keinen Kontakt zwischen verschiedenen religiösen Gemeinschaften gibt. Nachfolgend finden Sie eine unvollständige Übersicht der Zwischenfälle im Zusammenhang mit SCP-2662. Eine vollständige Liste findet sich im Dokument 2662-I. Anmeldeinformationen akzeptiert. Willkommen, Forscher K. Vorfall 2662-07. Am 2003 brach eine religiöse Gruppe namens der Hymne entgegen erfolgreich in die Verwahrung von SCP-2662 ein. 22.50 Uhr. SCP-2662 duscht vor dem Schlafengehen. Ein lautes Geräusch ertönt, als zuvor unentdeckter Sprengstoff unter der Mitte der Verwahreinheit von SCP-2662 detoniert wird. 22.51 Uhr. 5 verletzte Zivilisten klettern aus dem von der Detonation hinterlassenen Loch. SCP-2662 verlässt die Dusche, um die Ursache des Lärms zu untersuchen. 22.52 Uhr. Die Agenten und benachrichtigen das Einsatzkommando Tau-9 über einen Sicherheitsverstoß. Sie versuchen erfolglos, die ersten 5 Zivilisten festzusetzen, während 5 weitere Zivilisten den Raum durch das Loch betreten. 22.56 Uhr. Nach einem kurzen Kampf werden die Agenten und von den Zivilisten zu Boden gerungen und mit einem Seil gefesselt. Die verletzten Zivilisten nähern sich SCP-2662.
Die unverletzten Zivilisten stechen sich mit Messern in die Hände, masturbieren und zeichnen dann unbekannte Symbole mit einer Mischung aus Sexualflüssigkeiten und Blut an die Wände. 22.58 Uhr. Ach Mann, komm schon, das ist echt nicht hygienisch oder notwendig. SCP-2662 scheint beim Betrachten der Symbole zu würgen. Die verletzten Zivilisten schaffen es, erfolgreich es in der Duschkabine in die Ecke zu drängen. 22.59 Uhr. Die verletzten Zivilisten werden gesehen, wie sie Blut aus ihren Wunden quetschen und es beim Singen auf SCP-2662 reiben. Oh, um Gottes Willen, aufhören, bitte! Ich hab gerade erst geduscht! 23 Uhr. Einsatzkommando Tau 9 trifft an der Verwahreinheit von SCP-2662 ein. Tau 9 schafft es, alle Zivilisten erfolgreich gefangen zu nehmen und SCP-2662 in eine temporäre Einheit zu bringen, bis die Reparaturen an seiner Zelle abgeschlossen sind. Vorfall 2662-13. Am 2005 brach eine religiöse Gruppe namens Die Braut erfolgreich in die Verwahrung von SCP-2662 ein. 8.22 Uhr. SCP-2662 liest eine Zeitung während des Frühstücks. Sicherheitsbeamte, die in der Verwahreinheit von SCP-2662 stationiert sind, betreten mit einer Forscherin das Quartier. Die Forscherin trägt ein Ferkel mit sich. 8.25 Uhr. Kann ich Ihnen helfen? 8.26 Uhr. Oh, unser Herr, bitte nehmt diesen unschuldigen Säugling an, der frisch verwaist ist, da sowohl Mutter als auch Vater geschlachtet wurden. Möge seine Seele des Verlustes euch antreiben. Forscherin kastriert das Ferkel vor SCP-2662 und legt die Hoden auf das Frühstück. 8.28 Uhr. Nein. Ich bin voll. Geh nach Hause, dein Herr ist erfreut über das Opfer. Einsatzkommando Tau 9 wird über einen Sicherheitsverstoß informiert. 8.29 Uhr. SCP-2662 versucht, seine Zeitung weiterzulesen. Forscherin schneidet dem Ferkel die Kehle auf und wirft es auf den Tisch. Blut spritzt auf die Zeitung. 8.30 Uhr. Was? Schau, kannst du nicht eine Bibel lesen oder so? Das hast du dringend nötig, also wirklich. SCP-2662 legt die Zeitung weg. Das begleitende Sicherheitspersonal terminiert Forscherin mittels Kopfschuss. Sie beginnen im Anschluss damit, die Leiche zu verzehren. 8.32 Uhr. SCP-2662 verlässt den Tisch, um sich in der Toilette zu erbrechen. 8.34 Uhr. Einsatzkommando Tau 9 trifft ein, um SCP-2662 in eine temporäre Verwahreinheit zu bringen und das Sicherheitspersonal festzusetzen. Bei der nachfolgenden Untersuchung ergab sich, dass es sich bei allen beteiligten Personen um Zivilisten handelte, die sich als Foundation-Personal ausgegeben haben. Es ist derzeit unbekannt, wo sich die eigentliche Forscherin und das Sicherheitspersonal befinden. Vorfall 2662-78. Am 2014 brach eine unbekannte religiöse Gruppe bestehend aus D-Klasse-Personal und zwei Mitgliedern des Einsatzkommandos Tau 9 erfolgreich in die Verwahrung von SCP-2662 ein. SCP-2662 wurde nach folgender Überprüfung des Vorfalls 2662-78 als Keter reklassifiziert. 4.07 Uhr. SCP-2662 schläft in seinem Bett. 4.10 Uhr. Einsatzkommando Tau 9 wird für eine externe Mission angefordert. Entgegen dem Befehl beschließt Tau 9, vier Mitglieder zurückzulassen, um SCP-2662 im Auge zu behalten. 4.15 Uhr. Zwei der Zurückgebliebenen überwältigen die anderen zwei und sperren sie in eine unbenutzte Verwahreinheit. 4.20 Uhr. Ein Lastwagen erreicht Standort, wo SCP-2662 derzeit verwahrt wird. 4.25 Uhr. Die zwei Tau 9 Mitglieder entladen den Lastwagen. Es stellt sich heraus, dass dieser D-Klasse-Personal geladen hatte. Sie führen anschließend die D-Klasse-Mitarbeiter zur Waffenkammer des Einsatzkommandos. 4.30 Uhr. Das D-Klasse- und Einsatzkommandopersonal bewaffnet sich in der Waffenkammer und bricht in Richtung der Verwahreinheit von SCP-2662 auf. 4.31 Uhr. SCP-2662 wacht auf. Mehrere D-Klasse-Mitarbeiter bewachen den Eingang zur Verwahreinheit sowie den dazugehörigen Gang. Was? Wer werde ich verlegt? Ich dachte, mein Termin wäre erst nächste Woche. 4.35 Uhr. Die Agenten und die beiden Mitglieder des Einsatzkommandos Tau 9 beginnen, die D-Klasse-Mitarbeiter auszuziehen, die nicht Wache stehen. 4.36 Uhr. SCP-2662 versucht erfolglos, das Einsatzkommando Tau 9 zu alarmieren.
4.37 Uhr. Und beginnen Symbole in das Gesäß und die Oberschenkel der nackten D-Klasse zu ritzen. Nach dem Ritzen beginnen die D-Klasse-Mitarbeiter mit Gruppensex. 4.39 Uhr. Was zum Teufel im Ernst jetzt? Schaut, ernsthaft, könnt ihr euch nicht einen anderen Gott suchen? Ich habe gehört, dass Buddhismus gerade voll in ist. D-Klasse-Mitarbeiter 99304 versucht, SCP-2662 mit in die Gruppe zu ziehen. Verdammt, hört auf, ernsthaft! Euer Herr befiehlt es euch oder so, dieser ganze Scheiße aufzuhören. 4.40 Uhr. Das D-Klasse-Personal, das derzeit am Sex beteiligt ist, hört auf, sich zu bewegen. Sie alle starren auf SCP-2662. Einsatzkommando Tau 9 kommt am externen Treffpunkt an, nur um zu erfahren, dass es keine solche Mission gibt. Tau 9 beginnt mit dem Rückzug zu Standort 4.41 Uhr. Oh Gott sei Dank. Ich kann euch endlich etwas kontrollieren. Reifo hat wohl endlich eingesetzt. Gut zu wissen. Okay, sag mir, was zum Teufel hier los ist. Nach dem Blutgeburtsritual werden wir euch in eure heiligen Kammern bringen, wo wir, unsere Familien und unsere Nachfahren euch für alle Ewigkeit dienen werden. Die Leute hier sperren euch ein. Mit uns könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Du machst wohl Witze. Ich kann gehen, wann immer ich will. Ich muss nur fragen. Außerdem ich. Das D-Klasse-Personal nimmt wieder die sexuelle Aktivität auf. Hört doch einfach auf, ich mein's ernst. Ihr seid alle so verdammt egal. Ich bin noch nicht bereit, mich mit einem Kult zufrieden zu geben. Ich bin nur etwa 200 Jahre alt. Gerade so erwachsen. Glaubt ihr wirklich, die Foundation wird euch gehen lassen, wenn ihr fragt? Nun, fragen könnt ihr sicherlich, nur werdet ihr schwer enttäuscht werden, mein Gebieter. Ja nun, wenn sich herausstellt, dass es der Fall ist, kann ich einfach warten, bis ich stark genug bin, um auszubrechen. In der Zwischenzeit werde ich werde mich ins Badezimmer setzen und warten. Der Rest von euch kann ja mit dieser blöden Blutorgie weitermachen. SCP-2662 geht in die Duschkabine und schaltet das Wasser ein. Es verbleibt für den Rest des Zwischenfalls in der Duschkabine.